Ja, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich muss da jetzt trotzdem mal ein Video zu machen, weil ich weiß bis jetzt nicht, was der Fehler war. Ihr seht gerade in dem Moment, ich habe gerade vorgehabt, noch einen Teil des Rumbler-Videos zu machen. Das schieße ich direkt nach dem Video hinterher. Ich muss jetzt aber ganz kurz mal ein Video zu O2 und dem Netz machen und zu dem Fehler, der gestern aufgetreten ist. In dem Moment, wo ich das Rumbler-Video aufnehmen wollte, was ihr hier im Hintergrund schon seht, ist grafisch gut eingeblendet, also quasi von Teil 2 auf Teil 3, der kommt gleich. Da kam jetzt hier die Benachrichtigung, dass O2 doch nochmal eine Antwort geschickt hat, weil irgendwie ist da gestern auf der O2 Facebook-Seite eine Diskussion, nachdem ich da einen Beitrag geschrieben habe, losgetreten worden. Und ich möchte mir gleich nochmal die Antwort angucken. Aber erstmal zeige ich euch, was da überhaupt los war gestern Abend. Gestern Abend ging gar nichts mehr bei mir. Es kam immer Fehler bei der PTP-Authentifizierung. Ging gar nichts mehr gestern. Und wir gucken jetzt mal rein, was O2 darauf geantwortet hat. Vor 3 Minuten. Ja, es kommen hier irgendwie. Da war alles lahmgelegt gestern, da ging gar nichts. Die O2-App hat dann auch immer angegeben, es würde keine Störung vorliegen. Wir können uns das mal angucken, ob da jetzt irgendwas eingetragen ist.